Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Wender 1974. Ja, das müsste jetzt eigentlich, wenn ich jetzt in der Lage bin, für den 5.10. sein. Ja, die Leute, die das jetzt am 4.10. sagen, hey, das müsste stimmen. Und mir wurde empfohlen, Wolfchild für den Sega Mega Drive, beziehungsweise fürs Sega Genesis. Ich weiß gar nicht, ob wir das in Europa hatten. Musikalisch fand ich schon die 2-3 Sekunden, die ich jetzt davon gesehen habe, richtig gut. Und wir gucken uns das einfach mal an. Also ihr seht, das ist ein Plattformer. Was ja jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist. Was haben wir dann als Options? Easy ist doch schon mal richtig gut. Wie viele Lives können wir uns geben? Wir geben uns alle Lives. So. Und wir gucken mal. Das Wolfship. Okay. Ob das jetzt einen Horroraspekt hat, können wir uns jetzt mal ein bisschen nachdenken. Aber schöne Leute haben gesagt, guck's dir an. Es passt. Und die Leute werden ja recht da draußen haben. Okay, okay, da gibt es noch Smart Bomb. Da ist Springen, da ist Kloppen. Okay, er kann auf jeden Fall richtig reinzimmern. Okay. Okay. Ich punch euch mal weg. Aber die Musik ist richtig geil. Ah, deswegen, dann bin ich ein Werewolf. Und als Werewolf kann ich Wolf Power nutzen oder was? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Obviously. Klar. Okay, da muss ich sowieso hin. Das habe ich mit meinen unglaublichen Platformer Skills bemerkt. I hate my life. So. Hast du denn irgendwie... Kann man irgendwie noch ein bisschen schneller springen, oder? Egal, passt schon. So. Hau dich jetzt erstmal weg. So. Zweimal mehr wie du. Ja, und wir Wolf Power. Sag mal. Kriegst halt so ein vors Maul. Dann punch ich dich halt da vom Turm runter. Tja. Ist mir egal. Wolf Power hin, Wolf Power her. Krieg ich auch so hin. Bossfight? Okay, das ist wahrscheinlich ohne Fernattacke jetzt so semi-gut. Okay, das war... War das gut? Ja, das war gut. Aber ist richtig schön. Also macht einen sehr guten Eindruck. Wer auch immer das empfohlen hat, ich weiß es nicht. Das war irgendeiner auf Facebook. Gute Wahl. Ich kannte das tatsächlich nicht. Aber ist richtig, richtig cool, also. Schöner Plattformer. So. Sag mal, irgendwelche Katapulte, die haust du weg, ne? Aber die Pflanze, es ist Naturfreund oder was? So, der Wolf Power. Okay, da geht's für mich nicht weiter. Alter, jetzt hau ab. Gehen wir mal einfach da durch. Kann ich klettern? Nein, ne? Kann ich nicht. Wäre auch zu sinnvoll. Das heißt, dann geht's dann wahrscheinlich hier weiter, ne? Boah, wie ich das erkenne, ne? Das voll ohne Google Maps. Geht's da hier weiter? Nein. Da geht's weiter. Ist das... Ah!
Ah. Okay. Okay. Das war irgendein Secret. Aber das hilft mir doch sicherlich vermutlich nicht wirklich weiter, dass ich hier... Ich komme doch hier irgendwie gar nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Punch ich dich halt weg. Ah, ein Lift. Okay. Ja, ist ein vernünftiger Lift. Also Glück gehabt, sonst würde ich dich wegpunchen. Ja, ein bisschen schöne Liftpausenmusik. So. Okay, der ist ganz kaputt. Okay. Wir kommen durch den Dschungel. Ah! Jetzt sag nicht, dass ich... Natürlich muss ich da wieder rumrennen, ne? Klar! Es ist ein Plattformer. Na sicher. Klar. Also nicht den Sprung vermasseln. Weil zu cool. Okay, okay. Also bis dahin geht er und weiter nicht. Egal! Wir schaffen das. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber sonst, wir kriegen das schon hin. Ihr wisst, ich habe schon viel mehr nicht geschafft. Nein! Du Kackding! Bah! So, nächster Versuch, weil macht so viel Spaß. Das heißt, ganz vorsichtig an die Stelle springen. So. Ha. Ja, ich kann dich doch jetzt so wegpunchen. Na, also, geht doch. Das ist die andere Version eines grünen Daumens. Du auch mich. So. Da muss ich höchstwahrscheinlich runter. Das ist hoffentlich alles noch richtig. Okay. Holla! Der Treffer saß aber richtig. Boah! Weg! Alter! Hier! Nimm das, du Alien! So, das ist höchstwahrscheinlich ein Schutzschild. Das macht die Sache einfacher. Ja. So, Wolf Power. Ja. Jetzt rotze ich euch alle weg. Ihr Schlangenmenschen. Ihr kriegt die Erde nicht, oder was auch immer in dieser Story passiert. Natürlich. Punchman ist wieder da. Ist klar. So. Trotzdem wegpunchen. So. Ha! Das war eine gute Entscheidung. So. Halte ich auch weg. Okay, da komme ich nicht her. Komme ich denn da oben hin? Gar nicht?
Okay. Ich vermute mal, da muss ich hin, oder? Kann man den eigentlich jetzt wirklich töten oder kann man ihn nicht töten? Come on. Na also, mehr muss ich gar nicht wissen. Got you. So. Schön was eingesammelt. Okay. Boss. Hört sich so an. Okay. Na komm nun mal her. Mach die trotzdem platt. Schieße dir halt den Fuß weg. Oder ich punch dir den Fuß weg. Okay. Okay, der Sauhund hält ein bisschen was aus. Wo bist du? Da bist du. Das bringt mir jetzt nicht so viel. So, komm her. Gewonnen? Geil. Yes. Der antike Tempel. Ja, das kriegen wir noch hin. Okay, das sieht jetzt eher aus wie Gods oder so. Oh. Okay, jetzt sind wir bei Rick Dangerous. Aber wie schon gesagt, das macht einen super geilen Eindruck. Finde ich richtig gut. Hat Sega mal richtig wieder was hingelegt. Und der Soundtrack ist richtig klasse. Weiß das jemand, ob das irgendein Bekannter hingelegt hat? Weil, wie schon gesagt, für Sega-Verhältnisse hört sich das richtig gut an. Ich glaube, das Ding gibt es auch für einen Super Nintendo, glaube ich. Da hört sich wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser an. Aber das macht echt was her. Ja, das war Wolfchild. Und jetzt könnt ihr mal raten, was kommt denn morgen? Beziehungsweise die, die im Stream sind, sehen es jetzt und die anderen sehen es dann, wenn es dran ist. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bis dann. Tschüss.